Lololo und lalala. Vielleicht schaffe ich die ja auch noch mit einem Leben. Das müsste eigentlich machbar sein. Und dann habe ich noch 4 Leben, beziehungsweise 3, weil ich werde gegen die Didi garantiert nicht schaffen, ohne mich treffen zu lassen. Das heißt, ein Leben verliere ich garantiert. Um gegen die Didi zu besiegen. Und das sollte dann sehr gut machbar sein. Muss ich die Bosse nicht nochmal machen. So. Geh hoch, Kirby. Na toll, jetzt kommst du. Lolo, los, eine Kiste nicht klauen. Aber jetzt. Spring doch! Verdammt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Solange ich nicht ein Game Over kriege, sind alle Türen ja noch geschlossen. Ich kann weitermachen. Ha! Eingesagt. Böse Maske. Mach das nicht nochmal. Und wir sammeln uns in Kettenklon ein, wie immer. Und in die Tür rein und klauen lalala. Oh, das ist lalala. Ich wollte gerade Lolo sagen. Aber klaue hier die Kiste und schieß! Und jetzt. Aua! Ihr wollt mich echt jedes Mal treffen, wenn ich euch treffe, oder? Warum? Seid ihr so nachtragend? Das ist doch echt nicht zu glauben. Und wow, ich habe Lolo schon besiegt. Ich habe auch nicht gemerkt, dass ich lalala gar nicht getroffen habe, sondern nur Lolo. Ich werde mal wahnsinnig, weil ich die ganze Zeit lalala und Lolo sagen muss. Lalalala und Lolo. Bäh. Naja, egal. Einmal noch treffen und auch lalala ist Geschichte. Und ich kann zu King DDD. Ich flieg einfach in sein Bild rein und dann sind wir in einem Boxring. Yay! Und jetzt kommt die richtig geile Musik. Die Bosskampfmusik. Und ich hab... Ach so. Ja. Boah, guckt euch mal, wie viel Energie King DDD hat. Aber es ist egal, wir machen ihn trotzdem fertig. Denn hier ist er noch einfach. Ich saug einfach die Sterne ein, die er von sich gibt und schießt sie dann selber weg. Ich darf ihn bloß nicht einsaugen lassen. König Nickerchen heißt er, glaube ich, in der deutschen Version. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kann er mich auch einsaugen. Lass das. Nur ich bin hier. Nur ich habe die Erlaubnis, Dinge einzusaugen. Mist, wie. Ich mag so aussehen wie ein Knödel, aber ich schmeck nicht nach Knödeln. Also, lass es sein. Böser Pinguin. Stirb! Und gib gefälligst den letzten Powerstar wieder. Wir wollen was zu essen haben. Aber bist jetzt grantig, weil du nichts mehr zu essen klauen kannst, weil du alles schon geklaut hast. Und du selbst keine Ahnung hast, wie du die Sterne einsammeln sollst, oder wie? Ah, nee. Immer diese Bösewichte. Na, komm. Ah, nein! Lass mich raus! Toll. Oh, nein. Ja. So. Mach dich fertig. Aber sowas von. Nein! Was magst du zu springen? Mistvieh. Mit diese Pinguine. Nein! Au. Aua. Spring. Saug. Schieß! Ha. Aua. Aber ja, das wird eventuell knapp. Es steht 2 zu 2. Ah, 1 zu 2. Einmal noch, komm. Komm. Nein. Du sollst nicht auf mich schmeißen. Du sollst. Genau, das ist. Nein. Ah, ich war nicht da gut dran. Nein. Ah. Oh. Du blödes Mistvieh. Ah, okay, das wird. Das wird knapp, das wird knapp. Nein. Und. Bam! Ich habe ihn besiegt. Jawohl. Ich habe Kirby's Dream Land durchgespielt und jetzt können wir die Endsequenz angucken. King DDD fliegt davon. Wir haben alle 5 Powersterne beisammen. Machen einen Siegestanz und eine Siegesgeste. Yay! Und Kirby verwandelt sich. Das ganze Castle, das ganze Schloss explodiert und Kirby kommt als Ballon raus und das ganze Essen, das King DDD geklaut hat, fällt wieder ins Dreamland zurück. Und die Credits. Ist es nicht ein schönes Spiel? Naja. Ja, das wäre jetzt eigentlich die Stelle, an der ich euch von meinen anderen Projekten erzählen würde. Aber, wie angekündigt, werde ich das Spiel jetzt nochmal durchspielen. Und zwar in der schweren Version. Und ich habe jetzt 30 Minuten gebraucht, um es in der einfachen Version durchzuspielen. Ja, ging recht schnell. Ich habe es mal in 20 Minuten geschafft, aber naja. Ich muss halt dabei reden und da kann ich mich nicht so gut konzentrieren, leider. Aber
Wie auch immer. Credits vorbei? Oder fast? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, weil die Musik so ein bisschen aufgehört oder leiser geworden ist, aber wie auch immer. No. Ah, and so many players. Kirby's Dream Land, presented by. Sie haben uns gedankt, dass wir das Spiel durchgespielt haben. Beziehungsweise ich habe das Spiel durchgespielt und ihr habt zugeguckt. Und, naja, vielleicht habt ihr es ja auch schon mal durchgespielt. Ah, da. Thank you for playing. Juhu. Und alles fällt runter. Na gut, das Schloss nicht. Das wird gehalten. Kirby wird gefeiert von den Bewohnern von Dreamland. Und bye bye. Oh, wie niedlich. Niedliche Klappenknöte. Fische fallen vom Himmel. Und da ist King Dedede und er ist gerade gelandet, als er von Kirby aus seinem Schloss gehauen wurde. Und ihm steht der Mund offen. Und er rächt sich auf und er ist böse auf uns. Ja. Und jetzt rennt er weg. Das ist traurig. Aber, ja. Wie man sehen kann, extra Game. Press up A and select on the title screen to start a new adventure. Also, A, select und nach oben drücken, um ein neues Abenteuer zu bestehen oder zu starten. Und dann good luck. Viel Glück. Und ja, ich mache jetzt erstmal einen kurzen Cut und danach geht es eigentlich direkt mit dem Extra Game weiter. Also, bleibt dran. Bis gleich.